von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir blicken auf einen der erfolgreichsten Einsätze der deutschen Bundeswehr zurück. Sie hat die Kurden, sie hat die Peschmerga unterstützt im Kampf gegen den brutalen IS, der Gräueltaten verrichtet hat, wie wir sie vorher nicht gesehen haben. Es war ein Paradigmenwechsel für die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik, an dieser Stelle zu sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Wir wissen in gewissen politischen Situationen, wenn Völkermord geschieht, dann ist Zurückhaltung auch ein Fehler. Dann müssen wir das Äußerste tun und dann müssen wir diejenigen bewaffnen, unterstützen und in die Lage versetzen, Gräueltaten zu verhindern, die sich denen entgegenstellen. Und deswegen möchte ich hier noch einmal festhalten, diese Entscheidung war epochal. Sie war eine kluge Entscheidung. Sie hat Menschenleben gerettet. Sie hat Terroristen gestoppt. Und sie war ein Beitrag zu mehr Frieden in diesem geschundenen Irak. Dieser Auftrag ist nicht beendet. Der IS ist weiter aktiv. Er sammelt Waffen nach wie vor. Er begeht weiter Anschläge. Und deswegen ist es weiter wichtig, aktiv zu bleiben und diejenigen weiter in die Lage zu versetzen, ihren Auftrag zu erfüllen, die dort tapfer gekämpft haben. Und das sind die Peschmerga-Kämpfer. Und das hat sich gezeigt, dass wir damit auch reagiert haben auf einen Rückzug der Vereinigten Staaten von Amerika aus der gesamten Region. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, wird uns in Zukunft häufiger geschehen, dass wir vor der Frage stehen, wie verhalten wir uns als Europäer? Wie verhalten wir uns als Deutsche? Und deswegen glaube ich schon, ohne dass wir die ganz große Ordnungsmacht dort werden, kann man den Blick nicht darauf verengen, dass wir sagen, die Bundeswehr oder wir sind dafür verantwortlich, unsere Landesgrenzen, unsere territoriale Integrität hier in Deutschland, Europa zu verteidigen. Natürlich, aber um ein altes Wort von Peter Struck zu benutzen, unsere Freiheit, unsere Unabhängigkeit müssen wir auch in anderen Regionen der Welt verteidigen und frühzeitig dafür sorgen, dass Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden, dass Fluchtbewegungen nicht entstehen. Und diese Aufgabe wird auch weiter im Irak, im Europäischen Verbund gefordert sein. Es gibt dort eine Mission der Europäischen Union. Und meine lieben Freundinnen und Freunde, wenn es auch eine Begründung für die Europäische Union gibt, dann ist das auch die. Sie ist für uns der Rahmen, in dem wir uns auch in anderen Regionen engagieren und dafür sorgen, dass Europa eine Region der Freiheit, der Grundrechte und der Sicherheit bleiben kann. Und natürlich bedeutet das, dass wir das Mandat überdenken. Nils Ahn hat vollkommen recht. Es muss dabei bleiben, dass der Irak territorial integral bleibt. Das Mandat darf nicht benutzt werden für Sezessionsbewegungen. Das würden wir nie unterstützen. Das haben wir den Kurden auch immer gesagt. Das war vollkommen richtig. Und ich glaube, die Wirkung der Maßnahme von Frau Bundesministerin von der Leyen war sehr groß, dass wir die Maßnahme unterbrochen haben und die Kurden gemerkt haben, sie können nicht so weitermachen. Und das zeigt, dass ein Engagement in diesen Regionen gut und richtig ist und dass es uns einen Hebel gibt, dort anderes und mehr zu erreichen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass wir immer wissen, wir brauchen einen vernetzten Ansatz. Militärisch werden wir insgesamt nie für Frieden und für Aussöhnung in dieser Region allein sorgen können. Wir brauchen immer auch eine Unterstützung in Rechtsstaatlichkeit, eine Unterstützung natürlich in der wirtschaftlichen Entwicklung dieses Landes. Und dazu sind wir weiter aufgefordert. Und abschließend möchte ich sagen, das ist auch der Grund, warum wir es weiter verantworten können, dieses Mandat zu beauftragen. Es ist ein Mandat, was auch von der Zentralregierung in Bagdad gewollt wird. Und deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere auch der Grünen-Fraktion, gibt es natürlich eine völkerrechtliche Legitimation. Und wenn es die gibt, dann muss man in so einer Situation auch bereit sein, Verantwortung wahrzunehmen. Die CDU-CSU-Fraktion ist bereit, diese Verantwortung für den Irak weiter zu tragen.
Dieses Mandat ist eine wichtige Voraussetzung dafür, den IS weiter zu kontrollieren und zurückzuschlagen und dem Irak eine bessere Zukunft zu sichern. Und deswegen werden wir für die Fortsetzung stimmen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich der Kollegin Dr. Malzack-Winkemann das Wort zu ihrer ersten Rede im Deutschen Bundestag.